Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge Minecraft. Ja, ihr seht hier schon mein wunderbares Schlafzimmer, das habe ich mir einfach mal gerade hier hingebaut. Ich würde sagen, ich laber nicht so viel, sondern gehe einfach mal kurz schlafen, damit es Tag wird. Und dann erzähle ich ein bisschen mehr. Das hier ist natürlich nicht mein Schlafzimmer, das gehört einem, einem Mitcrafter sozusagen, der auch auf diesem Server zu finden ist. Jedenfalls, tolle Sache hier, ne? Also das kann man sich ruhig mal geben. Auf jeden Fall viel Liebe zum Detail. Ich habe mir mal gerade eben ein paar Karotten vom Feld geklaut. Hab natürlich wieder welche nachgesät. Denn alles andere wäre unhöflich. Und jetzt kommt eine Sache, die ich wirklich sehr cool finde. Einfach dieser Turm. Also dieser wirklich, sieht schon sehr geil aus. Als ich den das erste Mal gesehen habe. Oh, da ist noch ein Creeper. Verdammt. You have no power here. Die kommen immer so angestellt neuerdings. Nach einigen Jahren habe ich mir mal gedacht, spiele ich mal wieder ein wenig Minecraft und ja, da bin ich auf einen Aufnahmepartner sozusagen gestoßen. Okay. Hier ist sozusagen der Spawn. Hier bin ich anfangs gespawnt und ich habe zuerst diesen riesigen Turm gesehen und ich fand den einfach sehr cool. Man kann leider noch nicht diesen Turm von innen erklimmen, aber der ist, so wie mir gesagt wurde, auch noch in Bearbeitung. Ja, da hinten sind wir ja gerade hergekommen. Dort baut ein Spieler und hier baut noch ein anderer Spieler. Ich habe mich dort oben auf dem Berg verschanzt und das seht ihr aber gleich, da gehen wir gleich nochmal hin. Ich will mir nur gerade so ein bisschen das Dorf nochmal angucken und euch dann zeigen, was es hier so für schöne Sachen gibt. Hier, eine tolle Sache, wo ich direkt mal reingesprungen bin und ja, auch sehr schön verreckt bin, wegen meiner Neugier. Ich habe mich halt gefragt, was das hier ist. Ja, das fand ich, sah so cool aus. Da habe ich gleich schon ausgemalt, wie könnte ich das in meine Mine reinbauen? Später wurde mir gesagt, also ich bin da erstmal dann richtig schön in das Loch rein und bis nach ganz unten, das geht ein paar zu viele Meter tief rein und bin dann da unten verreckt und hab meine Startausrüstung verloren und so weiter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Das war halt so ein Buch mit, ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. Ich habe mir das gar nicht so durchgelesen. Jedenfalls, mir wurde gesagt, das ist ein Ölvorkommen. Ja, finde ich, sieht sehr cool aus. Ich dachte ja erst, das ist so ein bisschen was Dämonisches vielleicht. Denn dieser Server hier ist ja, wie man sich sicherlich deutlich heraussieht, mittelalterlich angehaucht. Na, was heißt mittelalterlich angehaucht? Das ist halt mittelalterlich, Mittelalter-Fantasy-mäßig. Und ich dachte dann eben hier, dass das vielleicht so eine Art dämonisches Überbleibsel ist. Ja? Weiß ich nicht. Da kamen auch so direkt erstmal Dark Souls ähnliche Gefühle auf. So, ja, das ist schon sehr cool. Auf jeden Fall hier, wie gesagt, sehr viel Liebe zum Detail. Und das Texture Pack, da musste ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ich hatte vor Jahren immer so Lisas Texture Pack genutzt. Wenn ich mich recht entsinne, war das nicht negativ gemeint. Es war ein bisschen dreckiger und nicht so hell. Nicht so fröhlich. Was ich sehr cool finde. Ich mag allgemein so dreckig aussehende Looks. Aber das hier, wenn man sich da erst dran gewöhnt hat, an dieses Texturenpaket, ich kann nicht mehr reden, dann ist das auch recht angenehm. Ja, hier eine schöne Hütte, ein Ofen und ja, ich dachte gerade erst, das sollen hier Wolken sein, aber nein, ich denke mal, das ist einfach so eine Art Abzugsrohr. Ja, auch sehr cool gemacht. Auf jeden Fall,
der Server hier. Oh, was ist das denn? Da fehlt aber noch Leiter, beziehungsweise eine Treppe. Es gibt hier halt sehr viele. Es ist ja ein gemoddeter Server, der weiß ich nicht, 47 Mods, die ich da vorher installieren musste, wo ich dran verzweifelt bin beinahe. Da bin ich dem Game 8 recht dankbar, dass er da so viel Geduld hatte, mir da durchzuhelfen. Ja, wäre ich an seiner Stelle gewesen, ich hätte nicht so viel Geduld gehabt, also ja. Geduldige Menschen findet man heutzutage noch recht selten. Hier lief, als ich das erste Mal hier durchgegangen bin, hier so in der Ecke immer so ein Huhn rum. Das wollte ich einfangen, weil ich das mal streicheln wollte. Auf was für Drogen ist der Typ wieder? Weil ich wollte das einfach mal anpacken, so ein bisschen, also nicht töten oder so, einfach mal gucken, ob man damit interagieren kann, eventuell. Okay, für die Pferde brauche ich wahrscheinlich einen Sattel. Jedenfalls, mit viel Liebe zum Detail wird hier gearbeitet. Hier, da aus dem Schornstein, da wurde Rauch sozusagen hingebaut, in Form von Spinnennetzen. Das sieht aus der Entfernung ganz cool aus. Ist jetzt persönlich nicht so mein Fall, aber man kann es machen. Also, oh, hier steht ein Kuchen. Ich nehme den lieber nicht mit. Mir wurde nämlich gesagt, es gibt Mittel und Wege herauszufinden, wer hier eventuell was getan hat. Deshalb möchte ich immer freundlich und zuvorkommend sein und keinen Blödsinn machen. Hallo! Ich dachte gerade, das ist ein Huhn, das ist einfach ein Schaf. Süß. Oh, was haben wir denn da? Eine Sprosse oder was? Erkenne ich gerade nicht so. Lass uns mal das Huhn suchen und dabei so ein bisschen die Stadt hier näher anschauen. Und ey, ganz ehrlich, gut, das ist jetzt ein bisschen doof, weil meine Renderdistanz noch so weit unten ist. Aus Performancegründen bezüglich Aufnahme. Aber da gehen wir gleich mal ein bisschen näher hin. Das sieht so geil aus. Da habe ich mir erst gedacht, so, wow. Erst habe ich so ein bisschen an Black and White gedacht, als ich die beiden Türme gesehen habe. Aber bei dem habe ich dann doch eher gedacht, so, das könnte original so ein Turm aus hier aus Dark Souls sein, aus Dark Souls 3. So eine Kirche, beziehungsweise Kathedrale. Das ist ja schon so groß, das kannst du ja schon als Kathedrale bezeichnen. Und auch hier eine schöne Burg. Mit Lagerfeuer zum Wärmen. Ja, schöne Sache. Hier auch oben mit so einem schönen Catwalk. Das nennt man ja, glaube ich, Catwalk. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin ja auch nicht aus dem Mittelalter. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Aber hier ist auf jeden Fall noch Work in Progress sozusagen. Oh, was? Sind das Kakteen oder ist das Bambus? Ah, Bambo. Cool. Ja, das sieht wiederum sehr cool aus. Wenn man das so mit hier Wollblöcken macht. Aber gut, Wollblöcke sind ja auch ein bisschen größer als Spinnennetze. Die Spinnennetze sind zwar auch einen Block groß, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir gehen mal schön zu dieser Kathedrale dahin. Wer baut sich hier in den Untergrund, ohne mein Wissen? Das geht doch nicht. Ich bin hier der verstohlene Zwerg. Ich bin der Einzige, der hier Minen bauen darf. Nein. Ach nee, war das... Ach, das doch, das war gar kein Huhn, das war der Hase. Der ist ja immer noch hier. Komm mal her. Ey. Wie dumm. Es ist, ja, so ein bisschen Mario-mäßig, ne? Warte, ich mach dir die Tür auf. Komm mal her. Ja, komm mal her. Schön in den Ofen. Da ist schön warm. Ja, komm mal her.
Bleib stehen! Okay, ja, ich will den nicht umbringen, das weiß ich nicht. Ich mag Hasen. Ja, auf jeden Fall, durch die Mods gibt es dann solche Sachen hier. Das finde ich relativ cool. Und das werde ich dann auch bei Zeiten, wenn es soweit ist, in meine Mine einbauen. Die noch im Anfangsstadium ist, also da ist soweit noch nichts Besonderes. Aber da gibt es auch schon eine relativ lustige Geschichte zu. Die erzähle ich euch aber dann, wenn es soweit ist. Ja, hier so ein bisschen Krams. Gut. Ein bisschen alter nicht angehaucht, aber Backofen, ne, kann man ja ruhig mal haben. So ein modernen, so ein Kühlschrank. Und ja, Flachbildschirm, das ist halt, ne, Mittelalter Fantasy. Hier sind die Zauberer schon ein bisschen weiter und ja, die entwickeln halt nicht nur Feuerbälle, die stecken ihre Energie auch mal in was Sinnvolles, wie zum Beispiel in Flachbildschirm. Ja. Es sieht einfach schon sehr cool aus. Anvil. Redstone-Lampe. Ja, das sieht ein bisschen schäbig aus, aber das liegt jetzt nicht am Server, sondern eher so an meinen Einstellungen, beziehungsweise an den Wolken. Ich muss mal schauen, ob man die Wolken ausstellen kann, weil das sieht ein bisschen doof aus. Das sieht schon sehr magisch aus hier. Ach, hier ist sogar ein Feuer drin. Wenn das noch so ein bisschen, ja, wie vibrieren würde sozusagen, so babern würde, so quasi so glänzen würde, dann würde das richtig magisch auch von Namen aussehen. Ja, und hier ist auch sozusagen noch die Arbeit im Gange. Aber sieht schon sehr cool aus. Da hinten haben wir so einen Viertelmond. Ja, ich habe anfangs gedacht, weil hier Difficulty Easy bedeutet ja normalerweise, wenn ich mich recht entsinne, dass keine gefährlichen Mobs spawnen. Aber scheinbar ist dem doch so, oder es wurde halt einfach irgendwie so eingestellt. Keine Ahnung. Es gibt hier sicherlich noch viel mehr zu sehen. Oh Gott. Ach, nee. Ich mag Skelette nicht. Skelette sind böse. Genau, wir gehen jetzt noch mal kurz zu Game 8, ja, zu seinem Lager sozusagen, was er sich da so erbaut hat. Also im Grunde, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden, oh Gott, hier sind zu viele Monster. Na, ah, viel zu viele. Ich hab vorhin vor ein paar Stunden gegen einen Lama gekämpft und ja, ich habe mich gewundert, dass es irgendwie spucken konnte. Das war ein bisschen erschreckend. Obwohl es ja eigentlich logisch ist, aber ich habe halt gedacht, Minecraft ist sowas, was manche Mobs angeht, jetzt noch nicht so weit. Ne? Also, aber dann spuckt mich das Lama einfach mal an. Das war ein bisschen, ich habe mich ein bisschen dreckig gefühlt. Hier gibt's sogar Kirschen. Das ist cool. Gut, ich habe ab und zu noch ein paar Grafikprobleme. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht mal die eine oder andere Mod nicht richtig installiert. Ha, da kommen schlimme Erinnerungen hoch. Ja, und hier habe ich mich vorhin nochmal eingedeckt mit Karotten. Hier bei den Tomaten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die nochmal pflanzen kann. Ich bekomme zwei Tomaten. 4522. Gut zu wissen. Apple und so weiter. Aber ich kann die jetzt halt essen, aber nicht nochmal einpflanzen. Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, das sieht keiner, dass ich mich hier bedient habe. Aber gut, Game 8 hat gesagt, ich darf mich bedienen. Dann habe ich das auch einfach mal gemacht. Jedenfalls für den Anfang.
Ich habe auch schon ein paar Samen gefunden für Weizen. Die werde ich demnächst dann mal einbauen. Hier, Bergmanns Heil. Hier hätte ich mich ursprünglich einnisten dürfen. Und auch, ja, dürfte ich auch weiterhin, aber ich weiß nicht, diese Höhle, die sah schon so benutzt aus und ja, ich wollte irgendwie ein bisschen was Eigenes finden. Und davon ab, dadurch, dass ich ja vorhabe, so eine riesige Mine zu bauen, lieber erstmal ein bisschen weiter weg von der Stadt und dann eventuell auch ein bisschen weiter von da hinten, dann zur Stadt wieder hin. Da kann man ja alles machen. Dann passt das schon. Aber ganz zu Anfang erstmal lieber ein bisschen Abstand. Wie komme ich jetzt hier raus? Autsch. Hier? Komme ich hier raus? Ja, ich kann den Himmel sehen. Verdammt, ich hasse den Himmel. Mein Großvater hat immer gesagt, Junge, verlass niemals die Mine. Denn wenn du keine Höhle mehr unter dem Kopf hast, dann fällst du in den Himmel. Und davor habe ich halt immer noch Heidenangst. Ja, sehr cool. Hier bin ich auch erst kurz verzweifelt, als man mir den Bereich so ein bisschen gezeigt hat. Habe ich mich einfach mal spontan hier so draufgesetzt. Und Press L-Shift to Dismount wurde mir wahrscheinlich angezeigt, aber ich habe nicht drauf geachtet, weil ich ja nebenbei dann mich unterhalten habe per Chat. Und ja, dann habe ich mich gefragt, verdammt, wie komme ich hier runter? Ich wollte auch den Stuhl jetzt nicht kaputt hauen, um aufstehen zu können. Ja, war ein bisschen doof, bis ich dann herausgefunden habe, dass man Shift drücken muss. Ja, wie gesagt, hier das Schlafzimmer, aus dem wir gestartet sind. Und das finde ich auch sehr geil, so Kronleuchter. Die habe ich mir sonst immer aus, wie heißt das, aus Zäunen gebaut. Und die waren dann halt immer größer, als ich es eigentlich gewollt hätte. Das sah dann immer ein bisschen doof auf kleinen Raum aus. Auf größerem Raum sah das recht cool aus und da kann man das auch machen. Aber so auf diesem Raum zum Beispiel finde ich sehr geil, dass wir jetzt diesen Mod haben, dass man da ein bisschen was Detaillierteres für kleinere Räume nehmen kann. Das ist schon ganz cool. Hier gibt es ja auch so Matten sozusagen. Das ist auch ganz cool, ist auch eine schöne Sache. Ja, und hier natürlich. Was ist das denn? Oh, eine Sonne. Oh Gott, Fleisch. Gib mir das. Da muss man bald mal wieder einkaufen gehen. Man sollte immer ein bisschen mehr im Haus haben. Ja, das ist zwar auch ganz gut, aber ich meine ja jetzt, wenn mal irgendwie hier Apokalypse ausbricht, dann ist es natürlich doof, wenn man dann nichts im Haus hat. Gut, was soll man denn mit so viel Fleisch? Ich meine, das vergammelt einem dann, bevor man es isst. Aber Konservendosen gab es ja noch nicht im Mittelalter. Aber vielleicht überlegen sich die Zauberer dann demnächst auch mal, wenn sie sich an der Technik genug ergötzt haben, sowas wie Konservendosen herzustellen. Wobei es das in gewisser Form natürlich auch gab im Mittelalter. Natürlich war das jetzt nicht so lange haltbar, wie es zum Beispiel heute möglich ist. Aber immerhin. Wir besuchen jetzt einfach mal den Ort, wo ich mich eingenistet habe. Ja, hier so eine schöne Schneelandschaft. Da oben. Und hier sind auch die Lamas. Ja, die sind relativ cool. Die kann man auch mal schubsen, wenn man mag. Ich glaube, der ist gestorben. Ups. Nee, der lebt noch. Ha!
so geil, wie die spucken einfach. Ja, hier habe ich mich eingenistet. Bisschen schade. Hier lag vor ein paar Stunden noch ein bisschen mehr Schnee. Der Schnee geht so ein bisschen zurück. Das finde ich ein bisschen doof. Und hier die Seeds sind immer noch nicht zu Bäumen geworden. Hm. Denn hier habe ich mich eingenistet. Hier ist die Tür. Das sieht natürlich noch ein bisschen schäbig aus. Da werde ich dann nochmal dran arbeiten. Ja. Aber für den Anfang wollte ich eben, dass hier so ein bisschen, dass es so ein bisschen geheimnisvoll ist, so ein bisschen versteckt. Damit man da nicht einfach mal gerade so reingehen kann. Also ich meine das lore-technisch. Ich baue hier was auf und das fängt jetzt quasi mit einem Charakter an, den ich spiele. Und der wird auch Tagebuch führen. Ich habe hier Bücher. Da kann man dann drin schreiben. Das werde ich aber heute nicht mehr machen, weil es schon ein bisschen spät ist. Auf jeden Fall beschreibt der dann so in einem Tagebuch, wie das angefangen hat, wieso er sich unter die Erde gegraben hat. Und da ist dann auch viel von meinen persönlichen realen Erfahrungen bezüglich Minecraft mit drin. Wie zum Beispiel damals, als ich das erste Mal Minecraft angefangen habe. Ich habe versucht, mir eine Hütte zu bauen an der Oberfläche, wurde aber ständig gekillt. Und hab mich dann einfach in die Erde gegraben und irgendwie, ich weiß nicht wieso, hab mich dann einfach da reingegraben und dann war über mir Sand und das ist dann nach unten gefallen und hast du nicht gesehen, da bin ich auch wieder ein bisschen gestorben, aber das hat mir dann doch erstmal besser gefallen, weil, mit Sand, also Sand konnte ich besser handeln damals als so 3, 4, 5 Monster, die auf einen, die alle auf einen zustürmen. Ja. Und deshalb ist das ein bisschen cooler. Also, da, unter der Erde so, ne? Also. Daher kam halt auch so ein bisschen meine Faszination für Minen und so weiter. Und ich will halt hier jetzt wieder so eine richtig große Moria-artige Mine aufbauen, ja? Ja, hier gibt es auch auf jeden Fall sehr viele Ressourcen. Das hier werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, oder vielleicht lasse ich das so. Ich mag das ganz gerne, wenn das so im Minecraft-mäßig natürlich aussieht. So ein natürlicher Eingang eben. Hier werde ich dann vielleicht noch ein bisschen, oh fuck. Ach du heilige Mutter, hat mich gerade ein bisschen, also da bin ich aber ein bisschen, das kann ich ja jetzt eigentlich nicht gebrauchen, ne? Übrigens sehr coole Tür, hier auch sehr sicher, da kann kein Monster drüber. Ja, hier habe ich schon ein bisschen angefangen. Hier habe ich mir gedacht, ja, so hier die Öfen sehen ganz cool aus, so als Boden. Aber das ist halt alles sozusagen noch Alpha, ich werde das noch ein bisschen ändern. Und ja, eventuell werden wir das dann zusammen machen. Ich muss das dann nochmal absprechen, wie genau wir das machen, ob ich dann mit DM8 zusammen aufnehme oder ob wir einzeln, ich weiß, ja, kann man, das muss man ja, das steht noch in den Sternen, das muss man ja jetzt auch nicht besprechen, das ist ja auch langweilig für euch, ich meine, ihr wollt ja sehen, wie ich jetzt hier den Enderman kille, ne? Hallo! Hallo, Sir, könnten Sie bitte aus meiner Mine verschwinden? Ach, du heilige, der ist aber ein bisschen stark, ne? Ich glaube, den schaffe ich nicht. Da kann ich mir lieber noch mal eine Tomate und direkt hier so eine Sherry. Sir, gehen Sie bitte aus meiner Mine. Uiuiui. Oh, das geht aber. Ich hab den. Oh, der macht aber auch gut Schaden. Boah, die sind fucking gruselig. Ist der jetzt wirklich tot oder hat er sich nur tot gestellt? Weil ich habe lange nicht mehr gespielt. Nicht, dass sie da irgendwelche. Hab ich da gerade was gehört? Naja, es war, glaube ich, überirdisch.
Nicht unterirdisch. Huiuiui, okay. Ich nehme mal die Fackeln und dann... Jedenfalls, ich habe mich hier so durchgearbeitet. Und dann habe ich halt diesen geilen Durchgang hier gefunden. Also, der war noch nicht so. Ich habe das jetzt nur so ein bisschen präpariert. Ja, das ist ja offensichtlich, dass das doch nicht so war, oder was? Egal. Jedenfalls kam dann Game 8 auch dazu. Und ich sagte ihm, oh, guck mal hier, voll der geile Durchgang und so. Und er schrieb dann irgendwie so, weil er direkt da lang ging, da wollte ich eigentlich noch gar nicht lang. Ich habe halt hierhin gedeutet. Und, oh, jetzt hör doch mal auf hier, was ist denn los? Jedenfalls habe ich so gesagt, ja, voll der geile Durchgang. Und er dann so, wir haben halt im Chat, und im Chat interpretiert man Sachen ja immer ein bisschen anders. Dachte ich dann, er meinte so, ja, voll cool, so in Anführungszeichen. Also hat er nicht geschrieben, aber ich dachte halt, dass er das so meinte. Und ging dann da lang. Und er meinte das dann halt, weil da so viele Monster waren, weil ich das so nicht erforscht hatte. Jedenfalls wollte ich da nicht lang, aber ich habe mich dann irgendwie mitreißen lassen, weil ich es irgendwie so cool fand. Und dann sind wir halt hier runtergegangen. Da unten steht auch noch eine Arbeitsbank von mir. Und... Ja, wir haben das dann halt so erkundet. Ich muss gerade so lachen, ne? Es war einfach so geil, so ein richtiger Premium-Gold-Moment. Ja, ihr seht schon, hier ist alles voller Sand. Ja, das passt auch total gut zu meiner Anfangsgeschichte. Zu meiner, wo ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, ja. Da habe ich mich direkt dran erinnert gefühlt. Okay, wir sind hier jedenfalls lang und haben Fackeln platziert. Er ist voraus und... Jedenfalls waren wir dann hier so ungefähr und auf einmal kommt diese ganze Sanddecke runter und ich dachte mir nur so, nein, scheiße, ich habe so viel Kram im Inventar, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Ich habe mich dann halt hier richtig schön so durchgekämpft. Und er steckt halt hier irgendwo noch so drinnen, so voll vergraben und da auch schon fast am Sterben. So, ja, was heißt fast am Sterben? War am Sterben, so. Aber konnte sich ja nur rechtzeitig befreien. Und ich stand dann erstmal hier so voll geschockt und hab erstmal so in den Chat geschrieben, oh Gott. Ah, schön. Ja, okay. Und da war halt hier Ende, ne? Ja, das war... Da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, die besten Sachen nimmt man leider nie mit auf. Ja, das ist einfach so, das ist Fakt. Jedenfalls, wenn ich hier jetzt noch eine Fackel oder so platzieren würde, würde halt alles runterkommen. Ah, da ist schon wieder eine Spinne. Das sieht halt sehr, sehr geil aus, als wenn hier irgendwo in der Nähe ein Tempel wäre. Als wenn hier ein Tempel angrenzen würde. Das werde ich dann demnächst nochmal schön erkunden. So. Die Spinne hole ich mir noch. Und dann gehe ich zurück nach oben. Komm her! Ich habe schon viel größere Spinnen besiegt. Vielleicht sagt dir Goma ja etwas. Komm. Vielleicht nicht unbedingt die beste Sache hier jetzt ein bisschen zu graben, aber ich will halt die Kohle haben. Ich finde es halt auch sehr geil, diese staubigen Partikel, die Sandpartikel, die da runterkommen. Die tragen ungemein zur Atmosphäre bei. Schon sehr cool. So, dann haben wir auch für die nächste Aufnahme direkt richtig schön viel Kohle. Nee, den wollte ich gar nicht abbauen. Den stelle ich direkt wieder hin. Ja, das ist in Ordnung, denke ich mal. Ich hätte ja doch irgendwie Lust, das einfach mal so zum Einstürzen zu bringen. Wisst ihr, was, das machen wir jetzt, oder? Das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. So, dann hier aber schön in Sicherheit. Oder weißt du was, das ist doch...
Das wäre doch ein guter Cliffhanger. Ja? Nein! Oh no! Oh Gott, wir sind verschüttet. Freunde, werden wir es schaffen, uns hier lebendig herauszuarbeiten? Oder werden wir hier unten sterben mit dem bisschen Kram, was wir bei uns haben? Wir werden nicht lange durchhalten, denn wir haben nicht mehr so viel Zeugs. Und ja, wenn ihr dran interessiert seid, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Ich habe noch keinen Namen für dieses Projekt. Also denkt euch jetzt einfach irgendwas Spektakuläres in eurem Kopf aus. Dann seid ihr wieder dabei. Und ich würde sagen, tschüss Sikorski und haut rein.